Willkommen zurück zu einem neuen Part von Kingdom Hearts. Und mal sehen, ob die gute Fee uns was zu sagen hat. Oh, Melvin ist verschwunden. Ihre Welt ist immer verschwunden. Keine zur Höhle, aber auch nicht. Das Buch ist ja hier. Da haben wir eine verlorene Seite gefunden. Und mit dieser verlorenen Seite können wir jetzt dieses Haus besuchen. Ein sehr schön hier und sehr viele leere Honigtöpfe. Natürlich ist es. Das Haus von Winnie Pooh. Und das auch schon gleich. Oh, Mother. There's no more honey left. If only the honey tree would visit. Oh, then I could eat my fill. Hier drin ist ein Elixier. Sonst haben wir nichts. Auch ein niedliches, niedliche Uhr. Oh, lass mich raten, du willst wissen, was passiert ist? Leider fehlen einige Seiten, daher kann ich es dir nicht sagen. Verlorene Seiten sind über viele Welten verstreut. Kannst du sie für uns finden? Ach, das gehört noch nicht zu einer der leeren verlorenen Seiten. Das ist die verlorene Seite. Ja. What am I to do? I'm all alone. Pooh. Pooh, where are you? It's me, Piglet. Ja. Gibt's hier sonst noch irgendwas zu finden? Das arme kleine Ferkel. Da. Oh, dear. I was just never mind. I'm sorry. Don't be scared. You're looking for Pooh, right? You know Pooh. You see, I have something for him. I have to take it to Pooh right away. Oh, Pooh! Oh, I believe I smell a delicious something. A something like honey. Pooh!
Hello, Piglet. How have you been? Oh, I'm so glad to see you. I thought you'd gone away. I brought what you asked for. Thank you, Piglet. Now I can finally have some honey. Really? But how? I shall hold on to the balloon and fly like a bee up the honey tree, see? But if you take their honey, won't the bees be angry? Oh. Ja, wir müssen jetzt helfen, die Bienen abzuwehren. Wenn du diese Bienen bloß verjagen könntest, dann würde ich ein Häppchen Honig bekommen. Hilfst du mir beim Honigsammeln? Sicher! Und die Eule erklärt. Oh, hallo Eule! Hallo Puh, was hast du vor? Mit einem Ballon Honig holen? Vorzügliche Idee! Erlaub mir, dir ein paar Tipps zu geben. Ich kann es nicht überspulen. Puh kann Honig sammeln, wenn er mit einem Ballon den Baum hinauffliegt. Der Honig ist in den Baumlöchern, nicht in den Bienenstöcken. Es gibt eine Menge Honig in diesen Löchern. Wenn Puh ihnen zu nahe kommt, werden die Bienen ihr Honig verteidigen. Wenn die Bienen zu Puh gelangen, platzt der Ballon. Halte sie mit einem gezielten Hieb fern. Je mehr Zeit Puh für dieses Loch hat, desto mehr Honig kann er essen. Es gibt auch mehr Honig in den oberen Löchern. Wenn das Springen von Ast zu Ast knifflig wird, benutze das Kommando Folgen. Mit Folgen gelangst du schneller zu Puh. Aber es klappt nicht immer, also viel Glück. Ja, toll. So. Hallo? Es kommt immer darauf an, gut zu treffen. Einfach nur noch hier oben ausharren und das ist geschafft. Situation, ich habe es bisher noch nie geschafft, nach hier oben zu gelangen in meinen Spielen. Habe noch 1:27 Zeit. Die Bienen abzuwehren. Es ist so merkwürdig einfach. Sonst haben die Bienen mich immer schon früh erwischt. Das ist also eine Premiere in meinem Let's Play. Ich habe keine Ahnung, was ich noch die restliche Zeit labern sollte. Bienen sind nicht gefährlich. Und traurige Geschichte. Wenn Bienen stechen, können sie danach nicht mehr weiterleben. Wespen sind gefährlicher. Hummeln sind süß. Bienen
produzieren leckeren Honig. Honig kann man zum Süßen von Tee nutzen. Oder auch zum Backen kann man auch Honig nehmen. Und für viele weitere Sachen. Es ist wirklich sehr leicht. Ich weiß nicht, warum ich früher nicht so gut war. It is rather funny what I will do for honey. Immer gern doch, Pooh. Dolores hat sich in ein Item verwandelt. Amethyst. Hä? Hilfst du mir beim Honigsammeln? Ja. Okay. Ich war der Meinung, man würde dafür was kriegen. Dann nochmal. Irgendwie sind die Bienen jetzt etwas angriffsfreundlicher. Williger. Aber trotzdem keinerlei Gefahren. Welchen Honig bevorzugt ihr denn? Es gibt so viele Arten von Honig. Flüssigen, klaren, trüben, cremigen... Und auch je nachdem, welche Pollen die Bienen sammelten, ändert sich der Geschmack auch. Ich bevorzuge immer irgendwie gerne Honig auf Brot zu essen oder zum Süßen von Tee oder auch zum Backen. Eigentlich nutze ich gerne alle Möglichkeiten für Honig. Für mich ist es nur schade, die Leute, die gegen Bienen allergisch sind. Dürfen die jetzt eigentlich Honig essen? Das weiß ich ja nicht einmal gerade. Allergien und Unbeteiligkeiten sind sowieso so schade. Mist. Noch gut gerettet. Weil ich glaube, man hat wirklich nur einen Versuch, wenn die Bienen... Wir schaffen den Poolbär zu erreichen. Ist es vorbei. Die letzte Minute. Mist. Nee. Er geht auf jeden Fall wieder hoch. Und fängt von vorne an. Gut zu wissen. Aber wir haben wieder über 200 Punkte. Und sagt Pooh das gleiche wie zuvor auch? It is rather funny what I will do for honey. Ja, da sagt Pooh die ganze Zeit nur. Okay.
Da habe ich mich überzeugt, dass man irgendwas hierfür bekommen würde. Dann lasst uns mal wieder zur Karte gehen und wieder in die Außenwelt. Zum Gummijet. Und wir hatten ja eine tolle Sache. Hier. Denn, Kaninchenbau war es, glaube ich, gewesen. Elixier. Und es gab hier auch noch was im Wunderzimmer. Und da fällt mir ja noch was ein. Doch kurz eine Pause, die ich einlege. Und nach diesem kleinen Schnitt bin ich wieder da. Und ich will auch gleich mit offenen Karten spielen. Ich weiß, dass die Final Version einige zusätzliche... Ey! Nochmal. Zusätzliche Gegner bereithält. Dafür ist das Problem, dass die Gegner manchmal etwas schwierig zu besiegen sind oder vorzulocken oder für die Schmiede-Eissachen. Und dafür nehme ich auch gleich eine Seltenheitshilfe. Aber nur dafür. Nicht, dass ich irgendwelche Schatztruhen mir raussuche oder andere Fundorte der Sachen. Ich schaue auf der Seite nur die Gegner nach. Und auch nur die, wo ich Probleme habe. Hier Leute, alle hier drin verstecken. Denn hier im Wunderland gibt es auch ein paar spezielle Gegner. Wie in jeder anderen Welt auch. Hier sind es Schattenlurche. Aber keine normalen. Wenn wir Glück haben, werden wir auch heute welche sehen. Problem ist nur, mir scheint, das war mir kein Glück. Und ich weiß, tauchen sie in dem Zimmer hier auf. Aber dafür dürfen keine Gegner erscheinen, speziellen. Aber erstmal reicht's auch, wenn wir weitere Gegner besiegen. Denn um diese speziellen Gegner zu heraufzulocken, braucht man nur Schattenlurche als Gegner. Nein, da gehe ich nicht rein. Ich bleib hier, gehe wieder rein. Und bitte seid jetzt da. Ich möchte es gerne zeigen. Nee.
Er schnarcht wieder vor sich hin. Die Blume sieht schön aus. Vielleicht haben wir jetzt Glück, dass die Gegner erscheinen. Wie es scheint, haben wir gerade kein Glück. Wechseln wir nochmal einmal so das Zimmer. Vielleicht erscheinen die auch in einem anderen Raum eher. Nee, vielleicht auch nicht. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben auch diese Pilzgegner. Oh, und jetzt haben wir die Situation. Das Wichtigste ist dann, nicht treffen lassen. Leider ist es leider getan. Nochmal weggehen. Okay, erscheint immer noch nicht. Aber nach diesen müssten sie hoffentlich dann kommen. Und jetzt sind sie da. Und nichts. Wir waren so schlecht. Müssen wir wieder kommen, wenn wir stärker sind. Denn die kann man wirklich nur so. Man muss alle Siegen durch besiegt haben, um die besten Chancen auf die Items zu kriegen, die man möchte. Aber damit der Part nicht zu kurz wird, warpen wir uns nach Agrabah. Und fliegen weiter. Weiß nur, diese Welt hat schon eine 5-Sterne-Wertung und die hier eine 6-Sterne. Dann wagen wir mal die 6-Sterne. Ich möchte wirklich eine Herausforderung jetzt haben. Immer schön, jetzt erstmal rechts halten. Wir wollen ja nicht wieder zurückreisen. Autsch.
Okay. Wir können auch wieder ein paar Gummiteile verkaufen. Ich habe meine, ich habe irgendwas gehört gehabt. Ich hoffe, wir kommen auch heile am Ziel an. Man weiß ja nie, was für Gegner hier erscheinen. Disney ist wirklich eine schöne Welt. Die ganzen Disney-Filme. Welches ist denn euer Lieblings-Disney-Film? Bei mir, ich kann schwer erklären. Ich will mir die Filme, die bei mir sauer rumliegen, mal ansehen, um zu entscheiden. Aber irgendwie will ich gerade erstmal sagen, die Lilo und Stitch-Reihe. Okay. Was ist das hier? Ja, was ist das denn? Das sieht irgendwie aus wie... Was auch immer es ist. Es ist gigantisch. Und... Es hat einen Mund und mit Zähnen. Es ist ein... Los, Goofy, sag es. Ein Wal. Ein Monstrum von einem Wal. Nein, das ist Monstro. Der König der Wale. Und meistens schlecht gelaunt. Abdrehen, Sora, abdrehen. Es ist der Wal aus Pinocchio. Also was tut denn mitten hier im Weltraum? Und wir schaffen es leider nicht. Wir werden jetzt verschluckt. Ende. Wir haben den falschen Weg gewählt. Ist wahr. Ich habe es selbst gesehen. Kann es sein, dass du es nur gehört hast? Wo ist da der Unterschied? Da drin ist ein Monster. Okay, angenommen, da ist wirklich ein Monster. Glaubst du, wir beide können es besiegen, Sora? Na klar doch. Los, gehen wir. Da, hörst du dieses Grummeln? Leise. Wir müssen vorsichtig sein. Siehst du? Es war nur der Wind, der... Geräusche macht. Oh Mann, ich wünschte, da wäre ein Monster. Warte, was ist das da drüben? Ein Fenster oder eine Tür geht nicht auf. Himmel, mehr ist hier nicht. Was hast du denn an so einem Ort denn erwartet? Hey, Sora. Hm? Wenn wir erwachsen sind, verschwinden wir von hier. Dann erleben wir richtige Abenteuer. Nicht so was... Klar, aber willst du... Mein Bürgermeister wohnt doch jetzt ein Mädchen. Und die Texte gehen wirklich zu schnell weg. Sora, are you okay? What are you guys doing? Where are we anyway? Whoa! Oh, you know, I think that big old whale Monstro just swallowed us. And for today's weather, expect showers. Oh, heavy showers. Hey! Who's there? It's me! Oh, it's just Pinocchio! Pinocchio? Pinocchio? Pinocchio, where are you going? Pinocchio! Come on, everybody, after him, quick! Im Inneren des Monsterwalds. Monstro. Und das Merkwürdigste? Die Kisten sind weg. Goofy,
What have you got there, Pinocchio? With this, we can get out of here, Father. Really? With this big block, you think so? It's true. So, how did she end up here, Pinocchio? Oh my, so the whale swallowed all of you too? My goodness! Yeah, looks like it. My name is Geppetto. I'm Pinocchio's father. When we got separated, I traveled all over looking for him. Thank goodness we're together again. So, wer war das? You seem to know Pinocchio quite well. I hope he was a good boy in my absence. Well, we've all had quite a journey, right, Pinocchio? Pinocchio! Oh, dieser Junge! Ich hab ihn verboten, von hier wegzugehen. So ein ungezogener Junge. Trotzdem hänge ich so sehr an ihn. Oh. Ein Goldfisch! Also das war's vom heutigen Part. Euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns im nächsten Part, wie wir das Innere des Walds erkunden. Aber wo ist unser Schiff?